10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ihr Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben heute die ersten, nein, nicht die ersten offiziellen Rating Leaks von EA, sondern ja halt die Top 100 auf jeden Fall am Start, die sie raushauen. Sie hatten ja letzten Freitag auch schon dieses Video rausgehauen, wo sie unter anderem Kaká angekündigt hatten, einige Ones to Watches und dennoch den ein oder anderen FIFA 20 Ultimate Team Spieler. Dessen Rating haben sie dann auch schon rausgehauen und heute haben sie eben die Top 100 aus FIFA 20 rausgehauen, in den verschiedenen Rubriken aufgeteilt. Wir fangen natürlich mit den Torhütern an und arbeiten uns dann in den Angriff nach vorne. Und ich würde sagen, Leute, wir starten direkt mal rein, gucken, ob alles läuft, Aufnahme läuft. Und ich würde sagen, wir starten rein mit den Torhütern. Okay, stark an der Stelle. Ich refreshe noch ein weiteres Mal, in der Hoffnung, dass die EA das dann langsamer hinbekommt. Ja, kurzer Cut, danke an EA. Yo, Leute, EA ist EA und dementsprechend gibt es mittlerweile, wir sehen, 2,5 Stunden später, wahrscheinlich gab es auch schon ein bisschen früher, ich bin kurz weg gewesen, jetzt wieder zu Hause. Mittlerweile gibt es die Top 100 Ratings, allerdings auch wieder im Top 100 Format, also ne, 100 bis 81, 80 bis 61 und so weiter und nicht mehr in den Positionen. Warum ne, machen sie es denn überhaupt so? Na gut, sonst hätte man schon gewusst, wer in welcher Reihenfolge ist. Aber warum denn nicht auch einfach in den Positionen veröffentlichen? Verstehe ich nicht, aber okay. So Leute, starten wir jetzt rein mit den Spielern. Wir sehen zunächst einmal Zlatan Ibrahimovic auf der 85. Ja, immer noch 85er, ist in Ordnung, ist halt durch das Tempo einfach nicht mehr groß spielbar. Ich denke, das ist klar. Ja, ist halt eine Legende, ist, ne, wird wahrscheinlich instant eine Icon-Card bekommen, wenn er retiren, also zurücktreten sollte. Wird wahrscheinlich aber noch ein paar Jahre dauern, gefühlt. Hat wieder 5-Star-Skills am Start, 4-Star-Weakfoot, ist halt... Wenn er wieder jetzt eine Flashback-Karte kommt mit mehr Pace, eine richtig gute Einwechselkarte, allerdings mehr nicht, muss man leider sagen. Dann Bruno Fernandes, noch ein Upgrade bekommen im Vergleich zum letzten Winter, mit um plus 1 hochgegangen und ist eine gute Karte, also ist halt leider nicht in der besten Liga unterwegs, dementsprechend wird er wahrscheinlich nicht häufig gespielt werden, aber die Werte sind eigentlich echt gut, muss man sagen, für einen 10er. Eigentlich auch 8er mit 65 Defending für den offensiveren Part, kann man das schon mal ganz gut ausprobieren. Aber wie gesagt, die Liga und Nation, na gut, Nation ist auch nicht so schlecht mit Portugal, aber die Liga, da gibt es halt leider nicht so viele andere gute Spieler wahrscheinlich. Vielleicht doch ein paar, allerdings nicht wirklich viele, die über den Anfang hinaus das Ganze retten könnten. Aber Forster wieder. Ansonsten Saul, auch wieder, ich glaube, gleiches Rating, genau. Richtig gute Werte am Start, alle Werte über 70. Ein richtig guter Allrounder einfach fürs Mittelfeld. Leider keine Forster-Skills, aber ansonsten... Ist das eine echt zicke Karte, muss man sagen, mit den Werten und alles drum und dran, kann man den auf jeden Fall spielen. Dann haben wir auf der nächsten, oder die nächsten drei Spieler am Start. Zunächst einmal Haki im Zierich, auch ein verdientes Upgrade auf 85. Ich denke, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, verdient. Nach der letzten, vor allem Champions-League-Saison von Ajax, ist ja eher einfach der Schlüsselspieler mit gewesen. Natürlich mit De Jong, De Ligt und noch ein, zwei anderen, die alle sehr wichtig waren, aber er ist schon mit einer der wichtigsten gewesen, wenn nicht sogar der wichtigste. Und den konnten sie sogar halten, weil manche Vereine einfach nicht ernst gemacht haben bei ihm, wie zum Beispiel Bayern. Ja, hat solide Werte auch hier wieder, leider nur 2 Sterne Weakfoot, dementsprechend wird er so oder so auch allein dadurch schon seltener gespielt. Auch auf der 10 ist Beidfüßigkeit immer idealer einfach, aber durch die Liga und Nation, come on, den wird halt keiner leider spielen. Ist aber trotzdem von den Werten her keine schlechte Karte. Dann der gute Allen, wieder Forster Skills am Start, eine richtig gute Abräumerkarte, hat glaube ich nochmal ein Upgrade gekriegt, ich glaube 84er war er im letzten Jahr. Ist eine richtig nice Karte, muss man sagen, ne? So ein kleiner Kanté-Verschnitt, ein bisschen lower rated halt, aber sieht schon echt stark aus und die Werte und mit Forster Skills ist das schon eine nice Karte. Rodri zu Man City gewechselt, Tempo ist halt leider nicht seine Stärke und auch Schuss kann er nicht wirklich. Allerdings die restlichen Werte sehen echt gar nicht mal so schlecht aus. Ist halt auch wieder ein Allrounder, der halt ein bisschen wenig Schießen hat und nicht so schnell ist.
Mit 70 würde hier beim Pace das Ganze schon vernünftig aussehen, aber so sieht es halt leider nicht so geil aus und man hat, glaube ich, auch bessere Alternativen vielleicht, die auch billiger sein könnten noch in der Premier League oder die halt auch ein loweres Rating haben in der Premier League. Deswegen, ja, muss man gucken. Ich glaube nicht, dass der so häufig gespielt wird. Dann ist Milinkovic-Savic am Start, auch leider hier wieder ein bisschen wenig Tempo. Aber der hat mir letztes Jahr echt gut gefallen. Ich habe ihn so gerne auf der 6 gespielt, einfach weil er auch so riesig war und die Kopfballduelle immer gewonnen hat. Und auch Forster Skills, Forster Weak wird immer noch am Start. Richtig geile Werte bis auf Tempo halt. Aber bei ihm würde ich das halt noch sagen, das zu verzeihen, weil er halt die anderen Werte so krass hat. Und der mir auch vom Player Model her letztes Jahr so gut gefallen hat, was bei Rodri halt leider nicht so krass sein wird einfach. Wie bei Savic. Deswegen wird er, denke ich mal, häufiger gespielt werden und ist einfach eine geilere Karte auch als Rodri. Ich denke, das ist klar. Dann der gute Jimenez hat auch ein Upgrade bekommen und plus 1 auf 85. Ja, ist halt auch nicht mehr mit 70 Tempo am Start. Hat er das letztes Jahr überhaupt gehabt? Ich glaube nicht mal, aber. Oder? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, es sieht nicht so schlecht aus. Ne? Er hat halt nicht mehr den Perfect Link mit Godin. Gut, ob den jetzt auch so viele benutzt haben, ist die andere Frage. Aber ja. Ich denke nicht, dass der so häufig gespielt werden wird. Manolas hingegen hat richtig starke Werte, auf jeden Fall, was natürlich wieder Tempo, Physis und Defending angeht. Dribbling immer in 62, aber passen und Schuss, also Schuss ist halt nicht so wichtig, aber passen bei Innenverteidigern halt schon mal öfter ein bisschen, ne, wichtiger als man denken möchte von Anfang an. Wenn man hinten halt ein paar flache Pässe mal rausspielen will, ist das schon nicht so schlecht, wenn er ein bisschen passen hat. Und das hat Manolas halt leider nicht. Allerdings die anderen Werte, wie gesagt, Tempo, Defending und Physis sind halt echt stark und. Man muss gucken, ist eigentlich nie so eine schlechte Karte gewesen. Also das Player Model und so, der ist halt eigentlich, lässt sich halt immer gut spielen. Deswegen muss man gucken. Aber ja. Wie beim nächsten wird er wahrscheinlich auch nicht so häufig genutzt werden. Beziehungsweise, okay, er Manolas wird safe häufiger genutzt werden als ein Kurke. Weil Kurke auf Außen, selbst in der Zentrale, wäre mit den Werten halt deutlich schlechter als Saul. Und dementsprechend wahrscheinlich dadurch schon weniger genutzt. Wobei man dann den Perfect Link in der Mitte nutzen könnte. Aber er ist rechter Mittelfeldspieler und den spielt keiner auf dem Flügel. Ist eine SBC-Karte, mehr aber auch nicht. Das gleiche gilt wahrscheinlich für Icardi. Er ist halt einfach ein Stürmertyp, der die letzten Jahre in FIFA einfach nicht so wichtig war. Ne? In FIFA ist es halt wichtiger, dass du ein bisschen agiler vorne bist, passen kannst, dribbeln kannst und mehr als nur köpfen kannst. Gut, im letzten FIFA war auch Köpfen wichtig, durch die Backflanken und so. Aber. Die wichtigsten Punkte oder das Stärkste von Icardi ist halt das Positioning in Real Life und der Abschluss und so weiter. Und das ist in FIFA halt nicht so, also so eine Stürmertypen sind halt in FIFA nicht so wichtig wie manche anderen, ne? Wie so halt so dribbelstarke, agile, schnelle. Und ja, das hat halt Icardi alles leider nicht. Wird dementsprechend, denke ich mal, auch nur eine SBC-Karte werden. Carvajal, gute Werte am Start. Ja, grundsolider Rechtsverteidiger ist halt nicht der schnellste. Alaba auf einem 85er Rating und jetzt mache ich mal ganz kurz einen Cut. Und hier sehen wir mal ganz kurz, wie knapp ich daneben lag. 84 habe ich ihn geschätzt. Die Werte sind ja gar nicht mal so weit daneben. Gut, aber das ist halt auf dem Niveau, sage ich jetzt mal, auch nicht so schwer, da die Werte so. Ne? Aber ja, ich habe ihn halt auf 84 runtergeschätzt. 85 habe ich, glaube ich, im Video gesagt, kann ich auch noch verstehen. Oder würde ich auch noch unterschreiben. Ist, denke ich mal, in Ordnung. Wahrscheinlich der beste Linksverteidiger in der Bundesliga. Ja, also was spielerisch und so angeht und auch ratingtechnisch sowieso, muss man gucken. Matuidi bei Piemonte Calcio natürlich, aka Juventus Turin. Ja, immer noch gute Werte. Ich weiß gar nicht, ob der so oft genutzt wurde im letzten Teil. Er hat halt nicht so schlechte Werte eigentlich, muss man sagen. Und muss man gucken, ob man den benutzt. Dann noch Romelu Lukaku natürlich jetzt bei Inter auch ein Downgrade bekommen. Ja. Er ist halt auch wieder so ein Physis-Monster. So einen spielt man vielleicht sogar noch eher als Icardi, weil er halt einfach so ein Bulle ist, den man schwer vom Ball trennen kann. Auch wenn er nicht so beweglich ist, aber er hat mehr Passen zum Beispiel auch schon. Und hat halt durch die Physis einfach so einen immensen Vorteil. Und da ist auch das Player-Model wieder so krass, dass man da sagt, den spielt man auch eher als einen Icardi zum Beispiel. Wobei der, glaube ich, jetzt auch nicht so häufig genutzt wird. Dann Alejandro Gomez, 85er, also wieder ein Upgrade, hat immer noch richtig geile Werte am Start, ist halt sauschnell unterwegs, auch ein beweglicher Zehner einfach mit Forster Skills, Forster Weakfoot, geilen Schuss- und Passwerten, also soliden Schuss- und Passwerten für das Rating. Von daher eigentlich eine richtig gute Karte. Dann Niklas Süle hatte ich auf eine 85 ebenfalls geschätzt. Tempo habe ich, glaube ich, ein bisschen weniger gegeben. Okay, minus 2 im Verhältnis. Ansonsten die Werte auch hier wieder relativ
Na dran. Rating habe ich richtig geschätzt. Hat er sich auf jeden Fall verdient, das Upgrade, und jetzt auch ein ordentliches Tempo-Upgrade nochmal bekommen, weil er halt einfach auch schneller ist, als es die letzte FIFA-Karte ausgesagt hat. Dann Alexandro, auch ein Downgrade bekommen, ist aber immer noch ein starker Linksverteidiger, wahrscheinlich in der Serie A. Auch mit der Physis und Tempo, so in Kombination ist es einfach stark. Und ich glaube nicht, dass es da viel mehr bessere gibt. Dann nochmal den guten Fabinho am Start, bleibt auf dem gleichen Rating sitzen. Hat er im Winter ein Upgrade bekommen? Ich glaube, der hätte dann im Winter ein Upgrade auf 86 nochmal bekommen, oder? Hat jetzt dann wieder ein Downgrade dazu gekriegt. Aber ich denke, ist immer noch eine gute Abräumerkarte. Ist halt auch nicht der schnellste und auch nicht der mit dem größten Schusswert. Aber hier ist auch wieder das Player-Model die Sache. Er ist halt so ein körperlich robusterer, größerer Abräumertyp, der dann eher genutzt wird als jetzt zum Beispiel ein Rodri am Anfang der Seite. De Ligt natürlich jetzt auch gewechselt zu Piemonte Calcio. Ich glaube, der hat ordentlich an Tempo und so verloren und auch an Dribbling und so. Das sieht halt nicht so krass aus, leider. Ich hätte mir dann von den Werten her nochmal interessantere Karte gewünscht, hier was Tempo, Dribbling und Pass vielleicht angeht. Ja, ist halt dadurch leider, wie gesagt, nicht so interessant. Auf der nächsten Seite haben wir dann mit Axel Witzel einen 85er, den habe ich auf 86 geschätzt, das weiß ich noch ungefähr. Ja, das weiß ich noch ungefähr. Ja, 85 Werte. Ha, ich hätte ordentlich nochmal geupgradet, Dortmunder Brille ein bisschen aufgehabt, dies, das, aber ist immer noch eine gute Karte im Mittelfeld, ein schöner Allrounder mit Forster Skills, Forster Weakwood, kann man auf jeden Fall spielen. Das gleiche gilt für Robertson. Natürlich wahrscheinlich auch die beste Linksverteidigerkarte in der Premier League, und mit den Werten kann man ihn, denke ich mal, auch auf jeden Fall benutzen. Varane hat auch ein kleines Downgrade bekommen, übrigens Robertson Upgrade, klar, hat er sich verdient, starke Saison mit Liverpool. Varane ein kleines Downgrade, so Realkrankheit halt, ne? Realsaison war letztes Jahr eher sehr beschissen. Dementsprechend natürlich ein Downgrade, aber immer noch mega geile Werte. Player Model bleibt wahrscheinlich sehr ähnlich und ja, wird dementsprechend wahrscheinlich auch wieder sehr, sehr häufig zu sehen sein. Dann Frankie de Jong, Upgrade auf 85, von Ajax zu Barca gegangen. Gute Werte. So, wir machen jetzt auch ein kleines bisschen schneller durch. James Rodriguez, ordentliches Pace Downgrade. Wie gesagt, Frankie de Jong, gute Werte, Allrounder halt im Mittelfeld. Verdientes Upgrade. James, ordentliches Pace Downgrade. Ich verstehe nicht wieso. EA wird seine Gründe haben, auch wenn die vielleicht nicht so sinnvoll sind, aber egal. Ja, der wird halt jetzt gar nicht mehr genutzt werden. Donnarumma, wahrscheinlich wieder einer der besten Keeper in der Serie A, ist ja schön groß und jetzt auch ordentliches Upgrade nochmal bekommen auf 85, also so krass nach oben gegangen ist er jetzt auch nicht, aber ne, die Werte sehen halt auch wieder stark aus. Keeper muss man halt immer ausprobieren, da kann man jetzt vom Rating her nicht mal so viel sagen, ob die so krass sein werden. Marcelo hat immer noch die 5-Star-Skills am Start, dadurch auch noch ein starker Linksverteidiger in der La Liga, wahrscheinlich der zweitbeste hinter Jordi Alba, der denke ich mal noch kommen wird. Hat halt auch ein ordentliches Downgrade bekommen, aber die Werte sehen immer noch solide aus, einfach. 5-Star-Skills immer noch am Start. Ist, denke ich mal, auch immer noch playable. Parejo wird niemand benutzen. SBC-Karte allein durch das Pace halt. Hat ein Upgrade, glaube ich. Nee, hatte der eine 86? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was der im letzten FIFA hatte. Ich bin gerade total Blackout bei ihm. Aber ja, 86, gute Saison gehabt, ist in Ordnung. Chesney, ja, mit Donnarumma halt einer der besten Keeper in der Serie A. Muss man gucken. Wie gesagt, Keeper kann man so schlecht einschätzen. Man muss immer erst gucken, wie die sich spielen lassen oder wie die performen. Dann der gute Isco am Start. Auch ein Downgrade bekommen. Auf 86. Ich glaube von 89 auf 86 runter. Schon krass. Werte sind eigentlich gar nicht mal so bad, muss man sagen. Also für einen Zehner in einem Team reicht es auf jeden Fall noch aus. Da ist 71 Tempo noch in Ordnung. Forster Skills immer noch am Start. Ja, wird jetzt halt auch nicht häufig benutzt werden. Wurde im letzten Jahr jetzt auch nicht so häufig benutzt. Dementsprechend wird sich das jetzt auch nicht erhöhen, die Nutzungsrate. Aber ja, ist keine allzu schlechte Karte, muss man sagen. Immobile, 85er, 86er, ich glaube ein Downgrade um minus 1 bekommen. Werte sehen halt eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, aber kann halt auch gar nicht passen. Ist jetzt auch nicht der beweglichste und dribbelstärkste. Auch wenn er 81 hat, er ist halt nicht so krass beweglich, hat keine Forster Skills. Wird jetzt auch nicht allzu häufig benutzt, wenn ich denke, das ist klar. Bei Coutinho ist halt mega schade, dass er leider linker Flügel ist und nicht Zehner. Das hatten ja so viele gehofft und das war auch in einigen Leaks drin, dass er Zehner sein wird. Wird jetzt linker Flügel sein und da wird er halt nicht benutzt werden. Also auf jeden Fall sehr, sehr selten, weil mit 79 Tempo auf dem linken Flügel hast du in der Bundesliga so, so viele andere bessere Alternativen wahrscheinlich, die sich einfach da besser spielen lassen. In der Zentrale bestimmt eine richtig geile Karte, aber ich denke auf dem Flügel, weil Pace eigentlich immer wichtig ist, nicht so usable.
Thomas Müller bekommt auch ein Downgrade. Achso, wir können ja jetzt mal Coutinho nochmal schnell nachgucken. Gucken wir mal hier. Coutinho habe ich auf 86 getan. Hat er, wie gesagt, auch bekommen. Leider halt als Zehner. Ja. Was willst du tun? Also ich habe meinen Zehner predicted, er ist als Dings gekommen. Dann Thomas Müller hatte ich bei den Stürmern. Da war er auch auf 85 runtergetan. Er ist jetzt auf 86 geblieben. Also nur um 1 runtergegangen. Ist in Ordnung. Nee, warte. Hat er ein Downgrade bekommen? Ich bin mir auch hier gerade wieder nicht ganz so sicher. Ich glaube, ein kleines Downgrade um minus 1, aber er wird halt nicht häufig benutzt werden. Wurde er letztes Jahr nicht, wird er auch dieses Jahr wieder nicht. Sollte klar sein. Um Titi auch ein Downgrade bekommen. Hat aber immer noch grundsolide Werte, muss man sagen. Ich denke, den kann man immer noch spielen, wenn man den vorher gespielt hat. Perfect Link mit Lenglet, der auf eine 85 hochgeht. Die Karte wurde auch schon geleakt. Die sieht gar nicht mal so schlecht aus und er eigentlich auch gar nicht mal so bad. Kann man, denke ich mal, beide mal ausprobieren. Sollte nicht so schlecht sein. Skriniar bleibt auf der 86. Ist eine gute Karte auf jeden Fall. Hat solide Werte am Start. Wird jetzt aber auch nicht allzu häufig benutzt werden. Rakitic ebenso. Halt zu wenig Tempo einfach. Geht auch um 1 runter. Ja. Wird halt auch älter letzten Endes. Bonucci, da geht das gleiche. Durch das Tempo wird er nie wieder benutzt werden wahrscheinlich. 58 Tempo ist so bad. Ist, glaube ich, auch ein ordentliches Pace-Downgrade. Ich glaube, er hatte sonst immer was in den hohen 60er-Bereichen. Jetzt 58. Wird dann nicht mehr benutzt werden. Verratti wurde noch nie wirklich benutzt. Allein durch das Player-Model. Weil er halt eigentlich als normale Karte gar nicht mal so viel kann. Gut, kann dribbeln. Ein bisschen verteidigen und passen. Aber körperlich kann er halt gar nichts geführt. Und auch er ist einfach nicht schnell und schussstark. Ist halt eine SBC-Karte. Genauso wie die anderen beiden hier in dieser Reihe. Zu guter Letzt nochmal den guten Roberto Firmino auf Forster-Skills mit einer 86. Hätte für mich noch ein Upgrade nach oben verdient in meinen Augen, aber ja, er bleibt jetzt auf der 86. Werte sehen gar nicht mal so krass aus, muss man sagen, aber Marquinhos hingegen auf der anderen Seite sieht schon echt gut aus, also mit dem Tempo, guten Passen, guten Dribbling, sehr ordentlichen Defending-Werten, Physis geht auch fit, ist eine gute Innenverteidiger-Karte, ich denke, die kann man auf jeden Fall mal benutzen, wenn man den irgendwie einbauen kann. Ligue 1 ist ja jetzt auch nicht das Pflaster der geilsten Spieler on Earth, aber gibt bestimmt einige gute. Lacazette mit einem Upgrade auf 86 hat auch richtig gute Werte bekommen, eigentlich muss man sagen. Angenehm schnell mit 82, gutes Dribbling, guter Schusswert, Passen und Physis hat er auch noch am Start. Forster, ordentliche Karte. Di Maria auch ein Upgrade bekommen, ist allerdings im Pace, glaube ich, runtergegangen und dementsprechend jetzt auch mit 84 auf dem Flügel. Nicht der allerschnellste, aber man kann damit umgehen, vielleicht, wenn man Skiller ist mit 5-Star Skills. Bei ihm ist halt der Weakfoot leider das Problem, also man muss immer sich jemanden auf den linken Fuß legen. Ja, muss man gucken, ob man damit klarkommt. Pjanic wurde, denke ich mal, auch letztes Jahr schon nicht häufig gespielt, hat das gleiche Rating, glaube ich, bekommen. Und die Werte sehen halt auch nicht allzu krass aus, muss man sagen. Wurde vorher, glaube ich, wie gesagt, aber eh schon nicht häufig benutzt und wird da jetzt ebenfalls nicht mehr. Leroy Sané ist auf der 86 und hat richtig starke Werte halt. Ne? Er ist halt mega schnell. Gutes Dribbling, schöner Schuss, passen ist da. Leroy Sané, wie gesagt, gute Werte am Start. Forster Skills, 3 Sterne Weakfoot. Ja. Eine ordentliche Karte hat er auf jeden Fall, der wird bestimmt auch wieder häufig benutzt werden für Premier League Teams, vor allem am Anfang, ist er jetzt immer noch eine Weile verletzt, wird dementsprechend erstmal keine Special Card großartig sammeln können, außer vielleicht irgendeine SBC, ja, muss man gucken, ist denke ich mal eine gute Karte. Joshua Kimmich ist auf der 86 weiterhin, war er gegen Ende vom FIFA auch schon, wurde er von 85 im letzten Jahr auf 86 geupgradet, ja. Habe ich, glaube ich, auf eine 87 predicted. Habe ich nochmal um 1 nach oben gedacht. Ja, ich habe ihn höher eingeschätzt. Hätte er sich, denke ich mal, auch verdient. Ist halt eine Karte, die nicht häufig gespielt wird durch das Tempo. Und weil er nicht die besten Attribute für einen FIFA-Rechtsverteidiger hat, einfach, muss man ja so sagen. Dementsprechend wird er, denke ich mal, nicht häufig benutzt werden. Ist aber, denke ich mal, vom Rating her der beste Bundesliga-Außenverteidiger. Navas ist jetzt zu PSG gewechselt, bekommt das gleiche Rating, oder? Hat er auch einen Downgrade bekommen? Ich glaube, er hat auch einen Downgrade bekommen. Ich bin mir gar nicht sicher. Wurde letztes Jahr halt nicht häufig benutzt, weil er einfach zu klein ist. Und dadurch in FIFA die Keeper, die kleiner sind, haben immer Nachteile. Ja, wird, denke ich mal, jetzt auch nicht allzu häufig benutzt werden. Vertonghen mit einer 87 ist halt zu langsam. Wird, denke ich mal, auch nicht häufig benutzt. Insigne in der Mitte, direkt von Anfang an. Eine richtig geile Karte. Wird, denke ich mal, sehr, sehr häufig benutzt werden. Vor allem am Anfang oder halt als Sub. Gut, der Zap ist die Position auch egal, aber der wird, denke ich mal, ein paar Mal eingebaut werden, weil er halt eine richtig geile 10er-Karte sein kann. Ordentlichen Passen, schnell, gutes Dribbling, Forster, ordentlichen Schuss auch noch. Physis ist halt absolut am Arsch, aber ansonsten sehen die Werte ordentlich aus. Casemiro ist halt sehr, sehr langsam leider.
Dementsprechend wird er, denke ich mal, nicht so krass gespielt werden wieder. Wobei, wurde er letztes Jahr häufig gespielt, ich weiß es gar nicht. Er ist halt auch wieder so ein Abräumer, ne? Auf der 6. Muss man gucken. Ich glaube nicht, dass er so häufig benutzt wird. Thiago Silva, der Perfect Link zu Marquinhos, sieht leider nicht so gut aus wie Marquinhos durch das fehlende Pace. Ja, und denkt man nicht, dass der dadurch häufig gespielt wird. Mertens, ein schöner Strongling zu Insigne auf der gleichen Position. Richtig geile Werte am Start. Forster auch wieder. Gute Schuss- und Passwerte und dazu noch Dribbling und Tempo. Alles Wichtige. Was er braucht, hat er. Wird, denke ich mal, im Strongling mit Insigne häufiger genutzt werden. Dann Laporte ist halt leider extrem langsam gemacht worden mit 64 Tempo. Und ich glaube, dadurch wird er halt einfach nicht häufig benutzt werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, muss man halt leider sagen, ist halt nicht der schnellste Innenverteidiger hier in FIFA. Leider Gottes. Thiago auf einer 87. Ich gucke jetzt nicht immer nach, das dauert mir sonst zu lange hier. Thiago auf der 87, unter 70 Pace leider. Ist in der Zentrale nicht so wichtig, habe ich ja gesagt. Aber es sieht halt einfach nicht schön aus. Auch wenig Gefühle hat er natürlich am Start. Dribbling und 5-Star-Skills hat er immer noch, keine Frage. Passen kann er auch und schießen. Einigermaßen. Wird aber, denke ich mal, jetzt auch nicht allzu häufig benutzt werden, leider Gottes. Das gleiche gilt für Bernardo Silva, einfach weil er jetzt auf den rechten Flügel doch gekommen ist. Das gleiche wie bei Coutinho, leider nicht in Zentrale. In der Zentrale wäre eine richtig geile Karte gewesen, genauso wie Coutinho, aber so gibt es halt einfach bessere Alternativen in den jeweiligen Ligen und da wird er einfach nicht häufig benutzt werden. Alderweireld, ja, ist halt auch zu langsam. Das gleiche wie bei Vertonghen, wird einfach auch nicht benutzt werden durch das Tempo oder wie bei Laporte. Ist halt leider zu langsam, um wirklich konkurrenzfähig zu sein. Heung-Min Son wird häufig benutzt werden. Ich denke, das sollte jedem klar sein. Premier League Stürmer jetzt auch von Anfang an, also Mittelstürmer, aber ne, Stürmer denn oder Zehner. Forster Skills, 5-Star-Weakfoot. So kranke Werte hat er, Leute. Oh mein Gott, das sind echt Hammerwerte für eine 87er Overall-Karte. Alter Schwede. Also der, hundertprozentig wird der wesentlich nicht wie teuer am Anfang sein und häufig benutzt werden, wenn man denn die Coins hat. Fernandinho ist halt leider auch nicht der schnellste, wurde auch schon die letzten Jahre einfach nicht häufig benutzt, weil es einfach bessere Alternativen mit einem besseren Player Model und so gab, würde ich sagen. Also nach meiner Einschätzung wurde er jetzt einfach nicht häufig benutzt. Ich habe ihn nicht so häufig gesehen. Dementsprechend wird es sich dieses Jahr, denke ich mal, auch nicht ändern. Denke einfach nicht. Daneben Mats Hummels halt auch absolut gar nicht mehr gespielt werden mit 51 Tempo. Das ist ein ordentliches Tempo-Downgrade. Ich glaube, bei einer Prediction hatte ich ihn noch im 60er-Bereich und auch auf 88. Der wird nicht mehr benutzt werden. Könnt ihr vergessen. Also, da hilft ihm der Pass, den er wirklich hat, auch im Real Life, einfach gar nichts mehr. Bye bye, Mats Hummels. Jordi Alba, bester Linksverteidiger aus der La Liga wahrscheinlich. Einfach durch das Tempo. Physis ist halt absolut gar nicht mehr so wirklich am Start. Hat er, glaube ich, mal im 80er-Bereich letztes Jahr gehabt. Hat er jetzt absolut gar nicht mehr. Aber das Tempo reißt schon viel raus. Und sieht halt einfach auch nach einer guten Linksverteidigerkarte aus. Benzema hat auch ein Upgrade bekommen als einer der wenigen Realspieler. Ist aber durch das fehlende Tempo, denke ich mal, jetzt auch keine Karte, die allzu häufig gespielt wird. Forster Skills und Forster Weakfoot natürlich immer noch am Start. Aber sind wir mal ehrlich, nach einer 87er Karte mit dem Schuss und Passwert sieht das einfach auch nicht aus. Sind wir mal ehrlich. Dementsprechend jetzt auch kein allzu krasses Upgrade leider für Benzema. Muss man ja auch mal so sagen. Nächsten 10 am Start: Handanovic und Courtois. Wieder beides Keeper. Courtois ein Downgrade und minus 2. Handanovic bleibt auf dem gleichen. Nee. Ich glaube, um 1 nach oben, oder? Auf dem. Nee. Hat er, glaube ich, ein Winter-Upgrade bekommen auf 88 und dadurch, da bleibt er jetzt drauf. Ist in Ordnung. Muss man beide erstmal gucken. Sind vielleicht wieder gute Keeper. Muss man erst gucken, wie die performen werden. Dybala auf eine 88 und minus 1 runtergegangen, glaube ich. Und ja, hat halt immer noch gute Werte. Ist jetzt gar nicht mal so schnell mit 83. Ich glaube, der war 87 oder so letztes Jahr. Von Anfang an beim Pace. Aber so. Immer noch eine gute Karte. Forster Skills, 3 Sterne Weakfoot. Ja, wer ihn vorher benutzt hat, wird ihn immer noch benutzen und wer nicht, der nicht. Godin in der Serie A mittlerweile unterwegs. 60 Tempo nur noch, wird, denke ich mal, auch nicht mehr häufig benutzt werden. Lloris, wieder mal ein Keeper, auf dem gleichen Rating geblieben, hat eine gute Saison gehabt. Ist halt aber auch schon ein bisschen älter, dementsprechend gleiches Rating in Ordnung. Muss man, wie gesagt, gucken, wie er performt. David Silva ist halt leider einfach viel zu langsam für die Zentrale und nur 2 Sterne Weakfoot. Diese Kombi killt ihn leider. Ansonsten hat er ein richtig gutes Dribbling und passt natürlich am Start. Schießen kann er auch einigermaßen. Wenn so eine Spielertypen stark sein werden mit viel Dribbling und Pass, wird er natürlich häufig genutzt werden. Aber es war die letzten Jahre nie der Fall und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass er dieses Jahr häufiger genutzt wird. Dann Ederson auf eine 88. Hier geht wieder das Gleiche. Muss man gucken, wie er performt. Marco Reus auf eine 88 nur zu lassen, finde ich eine absolute Frechheit. Ich habe ihn ja auf eine 90 predicted. Mindestens um 1 nach oben vom Winter-Upgrade. Hätte er
Er hätte es einfach verdient. Es muss einfach so sein. Jetzt sind wir mal ehrlich, auch die Bayern-Spieler. Nach der letzten Saison hat er sich noch mindestens eine 89 verdient, aber nur eine 88 finde ich schon lächerlich. Also sorry, absolut lächerlich finde ich an der Stelle. Edinson Cavani, ja, ist halt auch das gleiche wie bei Icardi und wie bei Lukaku schon. Einfach nicht der Spielertyp, der häufig genutzt wird in FIFA. Kann halt eigentlich köpfen, schießen und Physis hat er. Einigermaßen schnell, kann auch passen ein bisschen, aber ist halt nicht der beweglichste alles in allem und dementsprechend wird er auch nicht so häufig benutzt. Paul Pogba hingegen wird wahrscheinlich wieder sehr, sehr häufig benutzt. Ordentliches Tempo, mit 74 noch am Start. Physis und Dribbling und passen sehr hoch. Schuss auch noch auf 81. Defending wird man wieder mit Shadow beides hier hochpushen und dann passt das schon als Sechser. Ich denke, das sollte klar sein, wird allerdings auch wieder sehr, sehr viel kosten am Anfang. Dann die nächsten Spieler. Eriksen, Upgrade auf 88, glaube ich. Plus 1 bin ich gerade nicht. Ja, ich glaube, um plus 1 nach oben gegangen. Ja, eine gute Saison gehabt. Geht auf jeden Fall fit. 4-Star Skills, 5-Star Weakfoot. Sollte, denke ich mal, als 10er durchgehen können mit den Werten. Toni Kroos, 45 Tempo. Brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Der wird gar nicht genutzt. Wurde auch letztes Jahr auch schon nicht. Großartig. Dementsprechend wird das auch so nicht. Sadio Mané. Ordentlicher linker Flügel in der Premier League, ordentlich Pace, Dribbling und Schuss. Physis und Passen sind auch fit, gehen auch fit. Forster wird, denke ich mal, auch benutzt werden auf jeden Fall. Manuel Neuer geht runter um 2, so wie ich es predicted hatte. Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung nach der Saisonleistung und wird, denke ich mal, immer noch ein starker Keeper sein für die, die ihn letztes Jahr benutzt haben. Und wenn er immer noch für die so performt wie letztes Jahr, dann passt es. Bei mir war er letztes Jahr absolut scheiße, deswegen werde ich ihn nicht großartig versuchen einzubauen. Muss man aber immer mal wieder gucken, wie er denn in dem aktuellen FIFA performt. Piqué ist halt viel zu langsam, um benutzt zu werden mit 56 Tempo. Aubameyang, OP-Stürmer oder einfach nur ein kranker Stürmer in der Premier League. Sollte klar sein, Forster, kranke Werte, wird wieder extrem teuer sein, aber auch extrem overpowered. Sterling ist halt als rechter Flügel ordentlich unterwegs mit Tempo, Dribbling, Schuss und Pass. Physis ist halt leider nicht so da, aber ja, eigentlich hätte er sich auch mehr Schuss und Pass verdient, wenn man ehrlich ist. Forster Skills hat er noch, obvious, und geht eigentlich auch fit. De Gea auch ein Downgrade, ist in Ordnung. Muss man halt alles wieder gucken bei den Keepern, wer am besten performt. Suarez, leider keine Forster Skills mehr. Hat er ja letztes Jahr auch schon nicht gehabt. Warte, der stimmt, hat er nicht gehabt. Ist halt schade bei ihm. 73 Tempo auch nur noch. Ich denke, der würde jetzt auch absolut gar nicht mehr genutzt werden, großartig. Busquets durch 42 Tempo, sind wir ehrlich, auch absolut null interessant. Kommen wir dann zu den 20 bis 11. Ich gucke ganz kurz mal nach, wie lange wir hier denn schon reden. 27 Minuten läuft. Griezmann wurde schon geleakt mit 81 Tempo nur noch unterwegs. Ja, man kann ihn, denke ich mal ausprobieren als 10er auf jeden Fall mit Forster Skills, ordentlichen Fernschüsse. Wird er schon drauf haben und Ballverteiler kann er da auf der 10 auf jeden Fall spielen. Alisson ein ordentliches Upgrade bekommen, hat er sich auf jeden Fall verdient. Richtig starker Keeper für Liverpool. Muss man gucken, ob der sich in Ultimate Team genauso gut spielt, wie er in Real Life ist. Conte. Abräumer vor den Herren natürlich, absolute OP-Karte. Mittelfeld wird, denke ich mal, wieder sehr, sehr häufig benutzt werden. Leider immer nur noch 2-Sterne-Skills. 3 Sterne wären natürlich einfach schöner, aber mein Gott, ich denke, da kann man bei ihm drüber hinwegsehen. Koulibaly auf einer 89 ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich glaube, nochmal ein Upgrade um plus 1. Ordentliche Werte am Start, leider nicht so wirklich beim Passen und Dribbling, aber ansonsten auf jeden Fall solide Stats. Kane, auch einfach nicht der Stürmertyp, der häufig benutzt wird in FIFA, muss man ehrlich sein. Ansonsten hat er eigentlich kranke Werte am Start mit 91 Schuss. Geht da schon auf jeden Fall fit. Lewandowski finde ich ein absoluter Witz, dass der nicht höher auf 99, alles klar, auf eine 90, wollte ich sagen, geht. Finde ich lächerlich. Gut, Kane hätte in meinen Augen auch auf eine 90 gemusst, so beide auf einem Rating, ja. Aber ich finde, beide hätten um 1 hochgehen können, in meinen Augen. Finde ich lächerlich. Lewandowski wird, denke ich mal, auch nicht allzu häufig benutzt werden, wurde er die letzten Jahre nie wirklich, obwohl ich es nicht verstehe, der hat gute Werte und Forster, aber okay. Chiellini, 68 Tempo, ist noch in Ordnung eigentlich, muss man gucken, aber ich glaube, es gibt nicht mehr, okay, gut mit Manolas, aber er hat halt keinen so guten Perfect Link mehr. De Ligt sieht jetzt auch nicht zu krass aus, wie gesagt, als Strong Link. Ich glaube nicht, dass er häufig zu sehen sein wird. Aguero auch auf 89 hochgegangen, glaube ich, ist er hochgegangen, ich bin mir gerade nicht sicher. Ordentliche Werte am Start, ist halt auch nicht mehr der schnellste mit 80, aber geht auf jeden Fall noch fit. Ordentlichen Schuss mit 90, Forster, gute Karte. Ramos wurde auch schon geleakt, immer noch eine ordentliche Innenverteidigerkarte, keine Frage. Player Model macht da auch vieles weg wieder, dementsprechend wird er, denke ich mal, auch wieder häufig genutzt werden. Kylian Mbappé, 89, hätte in meinen Augen auch auf eine 90 gekonnt. 5-Star Forster, Stürmer von Anfang an, absolut kranke Karte und wird unbezahlbar sein zu Beginn. Kommen wir zur Top 10.
Ter Stegen am Tor auf eine 90, finde ich absolut gerechtfertigt. Ein saustarker Keeper, der meines Erachtens auch eigentlich meine Nationalmannschaft auf Platz 1 gehört. Und nicht, also ne, in den Kasten einfach gehört. Im Vergleich zu Neuer, auch wenn ich Neuer echt nicht schlecht finde jetzt wieder zur Zeit in der Form. Aber ne, Ter Stegen hat es sich in meinen Augen einfach mehr verdient. Dementsprechend verdientes Upgrade. Modric geht um 1 nach unten, auch in Ordnung. Real, wie gesagt, eine absolute Scheißsaison gehabt. Er war eigentlich auch auf der Abschussliste, habe ich mal mitgekriegt. Also dachte ich auf jeden Fall, ist jetzt immer aber noch geblieben. Oder ist immer noch da auf jeden Fall. Mohamed Salah auf eine 90, absolut in Ordnung. Kranke Werte, wird auch am Anfang, denke ich mal, nicht allzu gut zu bezahlen sein. Wird wieder teuer werden. Forster Skills logischerweise, kranke Karte. Dann kommt die absolut overpoweredste oder stärkste Innenverteidiger-Karte im Spiel, die Goldkarte auf jeden Fall im Spiel. Van Dijk, absolut krank, 90 absolut verdient, denke ich mal, muss man nicht drüber streiten. Oblak auch ein gutes Upgrade nochmal bekommen auf 91, ich glaube der beste Keeper dann im Spiel jetzt, was die Goldkarten angeht. Muss man halt aber wieder ausprobieren, wie er performen wird. De Bruyne immer noch auf eine 91, ich glaube der bleibt, ne? Ja, war halt auch viel verletzt in der letzten Saison, glaube ich, dementsprechend kann er dann nicht groß hoch oder runter gehen. Ordentliche Karte am Start, Forster Skills, 5-Star Big Foot, 92 passt und die Werte sehen eigentlich richtig krank aus für einen 10er. Kann man auf jeden Fall benutzen. Hazard wurde auch schon geleakt, kranke Karte, keine Frage. Neymar, 92, ja, der geht im Moment eh mehr auf den Sack als alles andere, aber die Werte sind natürlich krank mit 5-Star, 5-Star hier. Ronaldo geht um 1 nach unten, der Piemonte Calcio-Effekt würden manche sagen. Ich kann es irgendwo verstehen, Messi war einfach krass an diesem Jahr, der ist natürlich auf der 1. Als es ein Ronaldo war im Vergleich, finde ich auf jeden Fall, fand ich das Messi ja stärker im letzten Jahr als Ronaldo, aber ich finde, man hätte auch beide auf dem gleichen Rating lassen können, ne? Also beide auf 94, finde ich noch, hätte ich noch in Ordnung gefunden, so kann man es auch nachvollziehen. Und ich würde sagen, Leute, das war's jetzt von diesem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst einen Like und einen Kommentar da, ging viel, viel zu lang, ich weiß, aber was soll ich so tun? Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, lasst einen Like da, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, bis dann, haut rein und ciao.